Ja, danke für die Einführung. Ich möchte den Kontext geben, in dem Künstler und Aktivisten wie Ai Weiwei sich bewegen, was das chinesische Internet betrifft. Das heißt, ich werde so ein bisschen Geschichte des Internets, der sozialen Medien, die Bedeutung, die diese Medien haben, welche Besonderheiten, Zensur und so weiter und wie Ai Weiwei das ausgenutzt hat für sich und welche Bedeutung er in diesem ganzen Gemenge hat. Also das Internet in China hat eine lange Geschichte inzwischen. Es hat 1987 begonnen in sehr kleinen Rahmen, ein akademischer Austausch zwischen Deutschland und China als E-Mail. 1994 sind dann die ersten Pilotprojekte im akademischen Bereich entstanden, und zwar schon damals in einer Gegend in Peking, in Zhongguancun, die heute als das Silicon Valley von China gilt, oder ein Silicon Valley von China. Das war der Beginn der vollen, richtigen Anbindung Chinas ans internationale, restliche Internet. Und in den Jahren drauf ist es eigentlich sehr schnell dann ausgebaut worden, sodass 1998 das Internet wie auch im Westen verfügbar ist, natürlich in einem sehr restriktiven Maß. Also wer wirklich Zugang haben konnte, war stark reguliert. Aber es ist trotzdem erstaunlich schnell gegangen. Und dafür gibt es ein paar Faktoren, die dazu beigetragen haben. Erstens hat China relativ früh in die Infrastruktur investiert und den Breitbandausbau dann in späterer Folge auch betrieben. Und was aber zumindest so wichtig und bestimmend war, sind einige gesellschaftliche Faktoren. Zum Beispiel sind in China nach wie vor sehr viele Familien voneinander getrennt. Das heißt, zum Beispiel die Eltern leben nicht am gleichen Ort wie die Kinder, oder die Großelterngeneration lebt woanders, sodass diese Familien von Wanderarbeitern, die das in erster Linie sind, von einer virtuellen Verbindung sehr profitiert haben und solche Phänomene, die in China also einzigartig sind, die man in der Form sonst nicht findet, haben den Ausbau der Infrastruktur stark gefördert. Ein anderer Aspekt waren zum Beispiel, also, oder sind nach wie vor, die Zensur von staatlichen Medien, denen schon sehr früh kein Vertrauen geschenkt worden ist von der breiten Bevölkerung, und man hat gehofft, im Internet irgendwie die wahre Information zu finden, und man hat damit auch verbunden eine Hoffnung auf Veränderung in der Beziehung zwischen dem Staat und dem Individuum. Also sozusagen die Meinung, die im Internet vertreten wird als Gegengewicht zur offiziellen, vom Staat kontrollierten Mainstream-Meinung. Das war also so ein Anfang des Internets, der eben sehr stark von diesen sozialen Faktoren bestimmt war, inhaltlich und auch im Faktischen. Das sind ein paar Zahlen, aktuelle Zahlen aus Statistiken von einer offiziellen chinesischen Behörde zum Stand Juni 2016. Da sieht man, wie das Internet inzwischen sich China erfasst hat, sozusagen. Also 710 Millionen Internet-User, das sind, die Penetrationsrate ist geringer als in Österreich, wo sie um ich glaube 82-83% betrifft, aber trotz allem ist das ein ganz wichtiger Punkt im Auge zu behalten, dass diese 710 Millionen Menschen in einem relativ homogenen kulturellen Raum leben. Das heißt, die meisten verstehen eine Sprache, können sich mit einer Sprache verständigen und können eine Sprache lesen. Und wenn das 700 Millionen Menschen sind, hat das allein schon einen gewaltigen Impact. Also da ist der englischsprachige Sprachraum schon viel fragmentierter als der chinesische. Und das ist etwas, was auch für die späteren Entwicklungen, die ich beschreiben werde, ganz wichtig ist, im Kopf zu behalten, dass es einfach wahnsinnig viel Chinesen gibt,
die sich miteinander verständigen können. Eine andere Besonderheit in China ist der Faktor, dass extrem viele Menschen über ihr Handy ins Netz gehen und manche sogar nie einen Laptop oder einen Desktop benutzt haben. Also vor allem die ärmere Bevölkerung am Land, die hat einzig und allein ein Handy. Die können sich das inzwischen leisten, weil es viele kostengünstige Handys in China gibt, die Klone von irgendwelchen bekannten Marken sind, aber mindestens so gut funktionieren wie Samsung und Co. Das heißt also, 92,5% der Internet-User benutzen ihr Handy. Vielleicht nicht nur, aber auch. Die ländliche Bevölkerung macht einen inzwischen immer größeren Anteil aus, also immerhin 26,9% der Landbevölkerung hat ein Handy und geht über das ins Internet. Die Wi-Fi-Verbreitung ist ebenfalls sehr groß und die Leute sind extrem aktiv. Also 26,5 Stunden im Netz rumzugurken ist eine gewaltige Summe, vor allem weil es ja eine Durchschnittszahl ist. Das alles trägt dazu bei, dass sich das Internet in den letzten paar Jahren also extrem entwickelt hat. Schuld dran, unter Anführungszeichen, sind die Bytes, die drei großen Firmen, die das Internet in China dominieren. Das ist Baidu, Alibaba und Tencent. Von Alibaba werden Sie wahrscheinlich gehört haben. Das ist also die Firma, die hinter der größten E-Commerce-Plattform der Welt steht, Taobao, das mit dem amerikanischen eBay vergleichbar ist, aber sonst noch jede Menge andere Plattformen betreibt und in ganz andere Felder jetzt auch sich verbreitet. Baidu ist das chinesische Google, das eine Suchmaschine betreibt, aber jede Menge andere Dinge auch, vor allem auch autonome Autos, Deep Learning, und das ist ein Artificial Intelligence Ansatz, Der Chef des Deep Learning Labs in Peking und in San Francisco war vorher der Deep Learning Chef von Google. Und Leute in der Industrie meinen, dass Baidu mindestens so weit ist in der Forschung wie Google. Ein anderer ganz wichtiger Bereich ist Online Payment, den sowohl Baidu, Alibaba als auch die dritte Firma Tencent ganz, ganz massiv forcieren und sich da einen ordentlichen Wettstreit liefern. Und das ist insofern ebenfalls ein Faktor, der in China ganz anders relevant ist als in Österreich zum Beispiel oder im deutschsprachigen Raum, weil es in den letzten anderthalb Jahren zu einer Vermischung von Social Media und E-Commerce via Payment-Funktionen gekommen ist. Eine Plattform, die in diesem Kontext ganz, ganz wichtig ist, stammt von der Firma Tencent und das ist diese App namens WeChat, die quasi die eierlegende Wollmilchsau im chinesischen Internet bzw. im internationalen Internet ist. Das ist ein Betriebssystem sozusagen fürs Handy, das ganze Leben der Chinesen bestimmt und managt und absolut nicht mehr wegzudenken ist und einfach super kommod zu bedienen ist. Also ich glaube, alle, die in China waren, von euch werden diese App auch auf ihrem Handy haben und benutzen. Und was auch noch dazu kommt, das ist, dass diese drei riesigen Firmen insgesamt 2 Milliarden User haben. Wenn man nämlich die Leute zusammenrechnet, die auf den jeweiligen Angeboten dieser Firmen aktiv sind und die nutzen. Und 2 Milliarden Menschen, das ist ein ordentliches Momentum. Wenn man sich anschaut, was die Chinesen im Netz tun, dann schaut diese Zahlenreihe ein bisschen anders aus wahrscheinlich als in Österreich. Bei uns gibt es, glaube ich, nicht so detaillierte Statistiken. Und da sieht man zum Beispiel, also, dass Online-Payment sehr wichtig ist, Online-Einkauf sehr wichtig ist, dass auch so Dinge wie Livestreaming auf einmal eine unglaubliche
Masse an Usern haben das ab voriges Jahr noch überhaupt nicht gegeben und aus dem Stand haben Anbieter, die Livestreaming-Dienste bieten, wo Leute, die sich zu Stars hocharbeiten und ein richtig gutes Einkommen damit haben, sich breit machen. Also das sind Phänomene, die in der Intensität im Westen einfach nicht da ist. Das chinesische Internet ist consumer-driven, es ist mobil, es ist always on, und ein deutscher Medientheoretiker, der immer wieder in China unterwegs ist, hat vor 2 Jahren einmal gesagt, er hat das Gefühl, wir haben den Screen unseres Handys in einer gewissen Entfernung von unserem Körper, währenddessen die Chinesen ihn schon im Körper haben. Und dieses Gefühl, das wird immer stärker. Also ohne WeChat, ohne diese Anbindung ist ein Chinese, glaube ich, im Moment nicht mehr existenzfähig. Das User-Engagement ist demnach auch wesentlich höher. Und ein anderer Faktor ist noch, dass also das Netz ganz stark zu Entertainment-Zwecken verwendet wird. Lesen, Filmkonsum und solche Sachen, Musik. Eine Besonderheit zum Beispiel ist auch Literatur. Online-Literatur ist in China ganz, ganz verbreitet, schon seit 20 Jahren mit ausgefeilten Geschäftsmodellen, sodass es Autoren gibt, die richtig reich geworden sind dadurch, also richtig reich, die 10 Millionen Dollar pro Jahr damit verdienen. Das sind einige wenige, aber es gibt sie. Also durch diese Vermischung von Kommerz, Entertainment, Finanz hat einfach ist China in einer digitalen Wolke inzwischen unterwegs, wie sie für uns, für die meisten eigentlich ein bisschen abschreckend wirkt wahrscheinlich. Wenn man jetzt sich die Social Media speziell anschaut, so reicht die Geschichte bis 1999 eigentlich zurück, wo es schon die ersten BBS, also so Mailbox-Systeme, ganz einfache gegeben hat. Und eines davon hat Berühmtheit erlangt, das Strong Nation Forum, das im Nachhall der Bombardierung der chinesischen Botschaft in Belgrad durch die NATO-Mächte entstanden ist. Das wird also von Internetforschern als einer der ersten großen Schritte in Richtung Etablierung einer Public Sphere, einer Online-Opinion gewertet. Und das war relativ früh. Dann zwischen 2003 und 2004 ist dann das eigentliche Internetzeitalter angegangen, das Soziale, weil da die BBS-Systeme für alle verfügbar waren. Und Chinesen haben sich in diesen Systemen über alle Themen, die man sich nur vorstellen kann, ausgetauscht. Sind ganz wichtig auch geworden und sind noch immer wichtig bis zu einem gewissen Grad, zum Beispiel als Referenzmeinung, wenn man sich irgendwas kaufen will, dann schaut man das als erstes in ein entsprechendes BBS, um sich zu informieren. Einen Schub hat das Ganze bekommen 2003 während der SARS-Epidemie, wo die Leute nicht außer Haus gegangen sind. Das war diese Lungenepidemie. Und wo die Informationspolitik der chinesischen Regierung anfangs so schlecht war, dass kein Mensch mehr den offiziellen Verlautbarungen geglaubt hat und die Leute eben gehofft haben, in den sozialen Medien eine verlässlichere Information zu finden. Ab 2005 ist dann auch in China die Zeit des Web 2.0 angebrochen. Und der sogenannten WeMedia, also wo jeder selber zum Produzenten von Inhalten werden konnte. Und Chinesen sind wesentlich aktivere Content-Produzenten als Europäer zum Beispiel. Also da ist eine wesentlich größere Bereitwilligkeit da, mitzureden, mitzuspielen und so weiter. Und immer hat's dabei die Hoffnung gegeben, dass sich so etwas wie eine Zivilgesellschaft herausbildet. Es waren auch sehr viele Forscher, die sich mit der Internetentwicklung beschäftigt haben, sehr
optimistisch gestimmt, haben geglaubt, dass das Internet wirklich eine neue Qualität in der Art und Weise, wie Gesellschaft und Individuum sich entwickeln, bieten wird. Ein ganz wichtiger Aspekt ist auch zu bedenken, dass durch die Entwicklung der sozialen Medien das staatliche Nachrichtenmonopol gebrochen wurde, was ja eigentlich nicht sein darf in einem Staat wie China. Aber 2011 hat es ein schweres Zugsunglück gegeben mit einem der allerersten High-Speed-Trains in China mit zig Toten, und die Meldungen über dieses Unglück sind von Leuten im Zug mit den entsprechenden Fotos über soziale Medien verbreitet worden, lang bevor die offiziellen Journalisten von Xinhua ausgeflogen sind. Und das war ein gewissermaßen ein Schock für das offizielle China, weil so ein Brechen des Nachrichtenmonopols nicht vorgesehen war. Das ist eine Grafik von einer amerikanischen Research-Firma, die sich mit sozialen Medien beschäftigt und jedes Jahr so ein Diagramm der sozialen Medien veröffentlicht. Und da sieht man, wie vielfältig diese Landschaft ist. Also die verschiedenen Segmente sind nach Inhalten und Medien aufgeteilt, und im innersten Kreis sieht man die westlichen Entsprechungen, die es ja in China zum Großteil nicht gibt, weil die von der Regierung blockiert werden. Also Sachen wie Webseiten, wie alles, was von Google kommt und vielen anderen, Dropbox, Twitter und so weiter, Facebook ist blockiert, zensuriert. Und eine Theorie besagt, dass ein Grund, warum die Regierung diese Anbieter blockiert, darin liegt, dass sie ihre eigenen Firmen fördern wollte am Anfang. Also dass es für chinesische Firmen leichter ist, zu kopieren, zu klonen und dann ihre eigenen Produkte auf den Markt zu bringen. Das ist eine Theorie, wobei ich nicht weiß, wie weit das tatsächlich zutrifft. Man sieht, dass diese Landschaft sehr vielfältig und fragmentiert ist und diese Fragmentierung in manchen Bereichen zunimmt und in anderen abnimmt. Also ganz, ganz extrem ist es da unten mit diesen Beauty, Fashion und so weiter Dingen, wo unglaublich viele neue Anbieter auf den Markt kommen. Was auch sehr interessant ist in letzter Zeit, sind Plattformen, die so Question and Answers, also so wie Quora im Westen, funktionieren, sehr populär geworden, wahrscheinlich, weil die besonders schwer zu zensurieren sind. Das ist eine Vermutung. Ein anderer Bereich, der immer wichtiger wird, ist Crowdfunding und Crowdlending, wobei da sehr viel Betrug im Spiel ist. Also da verlieren Menschen unglaublich viel Geld, weil sie sich auf irgendwelche Scams und Pyramidenspiele und so weiter einlassen und das Ganze aber als Sharing Economy, Crowdfunding und so weiter verbrennt wird. Die wichtigsten Medien, Social Media, auch ganz aktuelle Zahlen von dieser chinesischen Behörde, zeigen, dass das besagte WeChat also wirklich also nicht mehr zu toppen ist, außer von Facebook. QQ ist ein Instant Messenger, gehört ebenfalls zur gleichen Firma, also zu Tencent. Und Weibo ist eine Mikro-Blogging-Plattform wie Twitter, die eine Zeit lang ein ganz, ganz wichtiges Instrument war zur Bildung einer öffentlichen Meinung. Auf das komme ich dann später noch ein. Diese drei mit dem Plus dahinter wachsen weiter und klassischere Plattformen verlieren an Usern, vor allem auch leider Douban, das ist ein kulturell ausgerichtetes Social Media. Die sozialen Medien haben in China einen ganz besonderen Vorteil, und der liegt in der chinesischen Sprache. Begründet, weil nämlich
für Microblogging-Plattformen 140 Zeichen Beschränkung gilt, so wie bei Twitter, bei SMS, wie im Westen, also das ist übernommen worden, nur mit dem Unterschied, dass 140 Zeichen auf Chinesisch ungefähr fünfmal, also man muss mit fünf multiplizieren, um auf Buchstaben zu kommen in westlichen Sprachen und im deutschen, englischen. Und darüber lassen sich richtige Diskussionen führen. Also Freunde von mir haben zum Beispiel über Weibo, über Sina Weibo, ganze Interviews abgewickelt. Und das macht absolut Sinn. Das ist keine, da kann man wirklich einen Gedanken halbwegs ausdrücken. Durch diese, also speziell durch Sina Weibo, durch diese Twitter-ähnliche Plattform, ist eine neue Diskurssphäre eröffnet worden, auch aufgrund der Art und Weise, wie diese Plattform konzipiert ist, nämlich viel interaktiver noch als Twitter mit gut nachvollziehbaren Kommentarketten. Das heißt, da hat es eine andere Qualität der Tiefe gegeben in der Diskussion. Und diese Plattformen sind jetzt nicht nur von Individuen zum Ausdruck ihrer persönlichen Meinung genutzt worden, sondern die Regierung selbst hat erkannt, dass sie diese Tools nutzen muss, um mit der Bevölkerung in Kontakt zu treten, auf eine neue Weise, auf eine sehr direkte Weise. Und sehr viele Behörden in China haben das auf wirklich geniale Weise genutzt. Also es gibt Unmengen von Public Accounts auf Sina Weibo vor allem und dann auch auf WeChat, wo Behörden wie, was weiß ich, Meldeämter oder was immer, einfach ihre Dienstleistungen ins Netz verlagert haben und mit einer unglaublichen Geschwindigkeit auf Anfragen aus der Bevölkerung reagieren. Das ist in einem Ausmaß in den Jahren 2012, 2013 passiert, das war nicht vorhersehbar. Und da haben zum Beispiel Behörden eigene Teams aufgestellt, die innerhalb von 12 oder 24 Stunden reagiert haben. Und zwar nicht und wirklich konsistent reagiert haben. Und dadurch hat die Regierung gemerkt, wie machtvoll diese Instrumente sind und wie gut sie für ihre eigenen Zwecke auszunutzen sind. Die andere Funktion von der anderen Seite quasi ist die Watchdog-Funktion, die über diese Plattformen möglich geworden ist. Das heißt, die chinesischen Internet-User haben sich dieser Medien bemächtigt, um zu schauen, wo gibt es Korruption, wo gibt es Machtmissbrauch und so weiter, und haben das zum Teil in einer Schärfe durchgezogen, die in westlichen Staaten absolut unmöglich wäre. Also es gibt da den Ausdruck Human Flash Search. Das ein Beispiel, ein berühmt gewordenes Beispiel ist ein Funktionär, der auf einem Foto abgebildet ist und wo man sieht, dass er eine Rolex hat. Und jeder weiß, dass ein gewöhnlicher Funktionär der Partei sich nie im Leben eine Rolex auf normalen Wege beschaffen wird können, weil er einfach nicht das Geld dazu hat. Und dann hat sich eine Armada an Netizens, an Netzusern in Bewegung gesetzt und hat herausgefunden, wer dieser Funktionär ist, wie er heißt, wo er arbeitet, und drei Tage später war er weg vom Fenster, und das ist x-mal passiert. Also diese Nutzung von sozialen Medien durch die Bevölkerung, um die Funktionäre der kommunistischen Partei in Schach zu halten, hat zum Teil also wirklich dramatische Dimensionen angenommen. Es hat jede Menge Selbstmorde gegeben dadurch, weil das einfach in dieser Schärfe nicht verkraftbar war. Und mit dem Ganzen hat es eben eine massive Veränderung in der Newslandschaft in China gegeben. Und die offiziellen Medien haben keinen Platz mehr gehabt sozusagen. Sie haben nicht mehr gewusst, wo sie stehen. Sie sind,
sie sind eh nie wirklich viel gelesen worden von der Bevölkerung, aber mit dem Aufkommen der sozialen Medien und anderen Informationsquellen schon gar nicht. Und das Ganze hat auch dazu geführt, dass es bis vor 2-3 Jahren, also eigentlich bis der neue Präsident Xi Jinping an die Macht gekommen ist, es eine ganze Reihe von wirklich berühmten Persönlichkeiten gegeben hat aus den verschiedensten Bereichen des Lebens, sei es Stars, sei es Sportler, Wissenschaftler, Intellektuelle, die als Public Intellectuals angesehen worden sind und die auf diesen Medien, also vor allem auf dieser Twitter-ähnlichen Plattform Sina Weibo, sehr, sehr aktiv waren und Unmengen, also Millionen von, zig Millionen von Followern gehabt haben. Die sind als sogenannte Celebrities bezeichnet worden, haben einen Authentifizierungsprozess durchlaufen, damit man auch sicher sein konnte, dass sie wirklich die sind, für die sie sich ausgeben. Und da hat es Menschen gegeben, die wirklich viel erreicht haben in der Gesellschaft. Also es hat einen Soziologen zum Beispiel gegeben, der sich für Bettelkinder, für entführte Kinder eingesetzt hat und diese Kampagnen komplett über diese Medien abgewickelt hat, veröffentlicht hat, wen, wo, was, Bilder veröffentlicht hat. Dann haben User herausgefunden, wo diese Kinder herkommen und so weiter. Also da sind Kampagnen in verschiedensten Richtungen abgewickelt worden über soziale Medien. Parallel zu dieser eher positiven Entwicklung sind vor allem in letzter Zeit immer mehr nationalistische Gruppen in diesen Medien aufgetaucht und es hat sich eine ziemlich aggressive Stimmung, Hasspostings und so weiter durchgesetzt, die in der Schärfe bei uns eher noch selten sind, Gott sei Dank. Die Kehrseite oder die zweite Seite zu diesem Aufschwung der sozialen Medien ist auch der Aufschwung der Zensur dieser Medien. Zensur hat es in China immer gegeben. Es geht einfach um die Hoheit über die Information, die soziale und politische Stabilität sichern soll und damit die Macht der Partei erhalten soll. Schon Mao Zedong hat das verstanden und Xi Jinping, der neue Präsident, der 2013 an die Macht gekommen ist, der hat das noch besser verstanden und hat angefangen, diese Tools wirklich für die Regierung auszunutzen. Und ein zentraler Begriff seit seiner Machtergreifung ist das Lenken der öffentlichen Meinung. Auf das komme ich dann gleich noch einmal zurück. Jetzt schauen wir uns einmal an, wie die Zensur im Netz funktioniert. Die funktioniert auf verschiedenen Ebenen. Auf der technischen Ebene, da gibt es also den Great Firewall of China, der verhindert, dass chinesische Internet-User gewisse Seiten im Westen oder auch in China mit Inhalten, die nicht positiv sind für das Land, ansteuern können. Das heißt, wenn jemand Google verwenden will, wird er nirgends hinkommen, es sei denn, er verwendet einen VPN, ein Virtual Private Network, das eigentlich verboten ist in China, um geblockte Seiten zu besuchen. In letzter Zeit tritt auch ein Phänomen immer öfter auf, dass wir im Westen chinesische Seiten nicht aufrufen können oder eine Fehlermeldung bekommen. Das wird auch durch diesen Great Firewall bewirkt. Also, und das ist ein extrem ausgefeiltes System, das seinesgleichen sucht in anderen Ländern. Also da sind die Chinesen absolut Weltspitze und es gibt leider immer mehr andere Regierungen, Iran, Türkei und so weiter, die sich für diese Form der Zensur bzw. der technischen Implementation interessieren. Dann gibt es eine softwaregestützte Seite, wo es, ich sage zuerst noch einmal die verschiedenen Ebenen. Der Staat als Zensor, als Hacker,
als Autor ist auch ein ganz, ganz wichtiger Aspekt, den man bei uns so nicht wahrnimmt wahrscheinlich, außer wenn man liest, dass eben NSA entdeckt hat, aus welchem Gebäude in Shanghai Angriffe auf das amerikanische Internet kommen. Und als Autor im weitesten Sinn ist der chinesische Staat auch selber sehr, sehr aktiv, indem er eben eine Lenkung der öffentlichen Meinung betreibt, und die funktioniert zum Beispiel, aber nicht ausschließlich, über ein Phänomen, das 50 Cent Party genannt wird. Das sind Leute, die bezahlt werden, um gewisse Inhalte zu posten. Da gibt es jede Menge rechtliche Bestimmungen, auf die komme ich noch, und indirekte Zensur in Form von Selbstzensur, weil man genau weiß, was man posten darf, was man nicht posten darf. Also dieser Great Firewall of China ist auch als Golden Shield Projekt bekannt. Wer sich dafür fürs Technische interessiert, auf Wikipedia gibt es da sehr, sehr ausführliche Beschreibungen, und etliche westliche Vereine wie greatfire.org oder Citizen Lab beschäftigen sich ganz ausführlich mit der Forschung dieser Infrastruktur, wie die eigentlich funktioniert, wie mächtig sie ist, weil das natürlich etwas ist, was nicht wirklich nachvollziehbar ist. Der Great Firewall ist Ende der 90er Jahre implementiert worden und 2003 dann wirklich flächendeckend ausgerollt sozusagen. Und das Besondere dabei ist, dass die Regierung diese Aufgabe nicht allein übernimmt, sondern einen Teil der Tasks an Firmen auslagert sozusagen. Einerseits an die Internet Service Provider, aber andererseits auch an Social Media Anbieter. Und was eine Zäsur in der Geschichte dieser Technologie war, das war das Jahr 2009 nach Unruhen in der Provinz Xinjiang im Nordwesten Chinas, wo eine große muslimische Minderheit lebt, die Uiguren. Da hat es Clashes zwischen Han-Chinesen, also Mehrheitsbevölkerung, und Uiguren gegeben. Und damals ist zum ersten Mal in der Geschichte des Internet ein riesen geografisches Gebiet für Monate vom Netz genommen worden. Das heißt, Menschen, die in dieser Provinz gelebt haben, haben nicht ins Internet gehen können. Und das hat es in der Form weder vorher noch nachher gegeben. Und es war also quasi auch für die Wissenschaft ein gefundenes Fressen, um zu checken, wie das Internet funktioniert, wenn so ein großer Bereich einfach nicht mehr am Netz ist. Was passiert und wie funktioniert das? Eine andere Ebene in der technischen Zensur ist die softwaregestützte Zensur. Da geht es sehr stark darum, sensitive Begriffe nicht online gehen zu lassen bzw. zu löschen. Also es gibt da Listen von Begriffen, die täglich erneuert werden und an Nachrichtenagenturen und so weiter verschickt werden, damit die nicht beackert werden bzw. aktiv von Newsanbietern vom Netz genommen werden. Es gibt auch westliche Gruppierungen von Exilchinesen, die diese Listen monitoren, die das erforschen, welche Keywords geblockt werden, welche nicht. Und das Interessante ist, dass ein großer Teil dieser Arbeit auch händisch passiert und dass zum Beispiel Beschimpfungen von Politikern und so weiter relativ egal sind, währenddessen alles das nicht egal ist, wo man vermuten könnte, dass ein kollektives Handeln initiiert werden könnte. Aber die chinesischen User sind sehr, sehr kreativ, wenn es darum geht, Möglichkeiten zu geben, sich zu finden, sich trotzdem auszudrücken. Auf das komme ich dann später noch. Die besagte 50 Cent Party, Wu Maodan, das ist ein Phänomen, das es wahrscheinlich auch nur in China gibt.
Das sind meistens Studenten oder Uni-Absolventen, vor allem geisteswissenschaftlicher Fächer, die bezahlt werden mit 5 Cent für ein Posting, das eben nach Vorgabe des Propagandaministeriums, des Informationsministeriums, die Kommentare auf Postings schreibt, die eben die Meinung in eine gewünschte Richtung lenken. Ein hoher Funktionär des Propagandaministeriums beziehungsweise einer später gegründeten zentralen Agentur zur Steuerung des Netzes hat 2013 gesagt, dass es in Peking 60.000 Propagandaarbeiter im System gibt, das heißt, das sind offizielle Angestellte in Behörden und 2 Millionen außerhalb des Systems und das allein in Peking. Die Zahlen sind so kolportiert worden in den Medien, ob es stimmt, hat niemand nachvollziehen können. Jedenfalls haben amerikanische Forscher festgestellt, dass voriges Jahr 488 Millionen Kommentare von dieser 50 Cent Party im Netz veröffentlicht worden sind. Also die haben für gewisse Gegenden, für gewisse Themen versucht, dieses Verhalten nachzuspüren und sind auf diese Zahl gekommen. Diese 50 Cent Party ist seit dem Machtantritt von Xi Jinping immer weniger relevant geworden, weil das Beeinflussen der öffentlichen Meinung inzwischen Alltag in der Arbeit der Behörden geworden ist. Also das ist eingeflossen in den normalen Workflow sozusagen. Und damit hat der chinesische Staat der Zensur gegenüber auch eine andere Haltung eingenommen, nämlich dass er ziemlich klar deklariert, was passiert, wie das gemacht wird, in welchem Ausmaß das gemacht wird, ist stolz darauf, dass die Meinung so unter Kontrolle ist, dass ein Problem, und zwar die Verbreitung von Gerüchten, mehr oder weniger in den Griff bekommen, dass sie das in den Griff bekommen haben und dass eine internationale Vorreiterrolle in der Kontrolle der Meinung erreicht worden ist. Das Problem der Gerüchte ist massiv in China, also da werden wirklich Gerüchte verbreitet, die Leute in den Selbstmord und so weiter treiben oder zu einem schädigenden Verhalten anstiften. Insofern ist das bis zu einem gewissen Grad nachvollziehbar, dass die Regierung so hart da ist. Eine andere Ebene sind rechtliche Bestimmungen, die immer stärker versuchen, soziale Medien bzw. überhaupt jede Äußerung im Netz zu reglementieren. Das hatte so in den 90er Jahren, 1996, hat es die ersten festgelegten Bestimmungen gegeben. Ein ganz wichtiger Punkt ist voriges Jahr erreicht worden, als die Klarnamenpflicht nicht nur zum x-ten Mal gefordert worden ist, sondern auch tatsächlich implementiert wird. Also da wird jetzt wirklich geschaut, dass hinter jedem Account, hinter jeder Handynummer ein eindeutig identifizierbarer Bürger steht. Und das hat natürlich Auswirkungen darauf, wie Menschen sich im Netz ausdrücken oder nicht ausdrücken. Für Gerüchteverbreitung gibt es seit vorigem Jahr 7 Jahre Haft, wenn die strafverfolgenden Behörden der Meinung sind, dass man Urheber eines Gerüchts ist, kommt man dafür ins Gefängnis. Da gibt es also schon jede Menge Fälle. Zum Beispiel ist voriges Jahr im Zuge dieser Börsenkrise in China, die ganz klar von der Partei ausgelöst worden ist, weil offizielle Medien die Bevölkerung zum Zocken an der Börse aufgefordert hat, aber ins Gefängnis gekommen ist ein Journalist, der angeblich darüber geschrieben hat und die Leute damit aufgehust hat und
diesen Hype und damit den Absturz der Börse verursacht hat. Ein anderer Aspekt sind Richtlinien zur Selbstzensur. Es hat voriges Jahr immer ein paar Mal Talkshows im Fernsehen, im zentralen chinesischen Fernsehen gegeben, wo berühmte Leute, die eben als solche Public Intellectuals oder Celebrities gegolten haben, hinzitiert worden sind und sie verpflichtet worden sind, gewisse Regeln einzuhalten, die dann auch als 7 Punkte, 7 Bottom Lines und so weiter definiert worden sind, wo es darum geht, sie dürfen gewisse Grenzen, was die Moral, was die Sicherheit des Staates und so weiter betrifft, nicht überschreiten. Und das hat dazu geführt, dass es seit vorigem Jahr eine massive Veränderung in der Qualität des Ausdrucks der Netizens gegeben hat, nämlich keine kritischen Äußerungen mehr. Und es ist irgendwie die Luft draußen, es glaubt niemand mehr an den Aufbau einer Zivilgesellschaft oder einer Verbesserung der Gesellschaft über soziale Medien. Dazu kommen Restriktionen für Anbieter von Infodiensten. Es ist ganz klar geregelt, wer News verbreiten darf. Das sind nur offiziell lizenzierte Medienunternehmen. Die Anforderungen sind im Laufe der Monate erhöht worden. Das heißt, es ist eine Gleichschaltung der Medien beabsichtigt, um eben die sozial Aufmüpfigen sozusagen auszuschalten. Und parallel dazu haben die Anbieter von Social Media Diensten ihre eigenen Verhaltensregeln festgelegt mit ausgefeilten Punktesystemen, mit Schiedsgerichten und so weiter, sodass also jetzt ein sehr cleanes Netz da ist. Und das hat auch dazu geführt, dieses ganze Konglomerat an Richtlinien, an Bedrohungen sozusagen, dass Twitter-ähnliche Dienste, wo jeder jedem folgen kann, nicht mehr so beliebt sind und man sich eher ins Private zurückzieht, was genau auf der Plattform WeChat der Fall ist, weil da gibt es Freundeskreise, man bequatscht mit 10, 100 oder wie viel auch immer Freunden gewisse Themen, aber man ist nicht mehr für alle sichtbar, aber auch diese Plattform wird komplett zensuriert und überwacht. Ein anderer Aspekt, der unter Xi Jinping sehr wichtig geworden ist und mit dem vorher Gesagten zusammenpasst und in Zusammenhang steht, ist die Verbreitung von sogenannter positiver Energie. Also man ist aufgefordert und vor allem auch die offiziellen Medien sind aufgefordert, positive Dinge zu verbreiten und keine negativen Gefühle aufkommen zu lassen. Also es geht gegen Dissens, es geht gegen ein negatives Bild von China und das Ganze sollte genauso auch im Ausland gelten, wenn es nach den Vorstellungen derjenigen sind, die für ein sauberes Netz eintreten. An den Unis hat das gewisse Auswüchse schon gezeitigt. Es gibt Videoüberwachung und Professoren, die zu negativ über gewisse Themen sich äußern, sind nicht mehr Professoren. Das ist ein Diagramm, ich weiß nicht, kann man das lesen, wie es funktioniert, ob ein Posting gelöscht wird oder nicht. Das ist einfach ganz witzig, sich anzuschauen, was man sagen darf, was man nicht sagen darf, wann sofort die Polizei kommt, wann es zensuriert ist und wann es durchgeht. Also, und das wirklich Interessante dabei ist aber die subjektive Wahrnehmung der chinesischen Internet-User, die nämlich laut einer groß angelegten BBC-Umfrage im Frühsommer sich nicht überwacht fühlen, und zwar viel weniger als alle anderen Länder, die da befragt worden sind. Also das ist ein gewisses Paradox. Es gibt natürlich Leute, die sich für Netzfreiheit und so weiter auch in China einsetzen, die aber im Moment einfach keine Stimme mehr haben, die sich verlagert haben auf
irgendwelche kommerziellen Projekte, aber nicht mehr ihre aktivistische Tätigkeit durchführen können. Das ist unmöglich. Privacy für den 0815-Bürger ist im Netz einfach kein Thema. Das ist ist egal. Beziehungsweise Überwachung oder Kontrolle der Inhalte wird von den allermeisten Leuten gewünscht. Also auch in meinem Bekanntenkreis in China gibt es ganz, ganz viele, die absolut einverstanden sind mit den Maßnahmen der Regierung, weil sie ein sauberes Internet haben möchten. Also da ist eine komplett andere Haltung als bei uns da, die in dieser Zensur und Überwachung kein Problem sieht. Diese ganzen Tendenzen haben sich seit 2013 massiv verstärkt, seit Xi Jinping die Macht in seinen Händen konzentriert hat und neue Behörden ins Leben gerufen hat, also vor allem die Cyber Administration of China, die eben dafür zuständig ist, jetzt als zentrales Organ, um die Meinung im Netz und das Wachstum des Internet zu kontrollieren, und zwar, weil es als Aufgabe im Dienste der nationalen Sicherheit gesehen wird. Und das ist auch das besonders Gefährliche für Leute, die noch immer versuchen, eine Gegenmeinung oder eine ein bisschen andere Meinung zu vertreten, weil sehr schnell der Vorwurf der Gefährdung der nationalen Sicherheit da ist, und das heißt lange Haftstrafen. Zum Beispiel bei einem Wissenschaftler uigurischer Abstammung, einem Wirtschaftswissenschaftler, der 15 Jahre Haft verbüßen muss für Texte, die er veröffentlicht hat, die einfach eine sehr objektive Sicht auf die wirtschaftlichen Probleme in Xinjiang geworfen hat. Also das ist ein Killer-Argument der Regierung, mit dem sie jeden einfach mundtot machen kann, beziehungsweise ins Gefängnis bringen kann. Ein anderer Aspekt, den die Regierung ganz, ganz massiv vorantreibt, ist das Konzept der Cybersouveränität. Das heißt, dass im Internet genauso wie im realen Leben Regeln und Gesetze herrschen sollen, und zwar die gleichen, die für ein nationales Gebiet gelten sollen. Und dieses Konzept der Cybersouveränität versucht China in den internationalen Gremien, die sich mit der Regulierung des Internets international beschäftigen, durchzusetzen, macht da ganz, ganz massives Lobbying dafür und findet leider in manchen autoritären, diktatorischen Staaten bis zu einem gewissen Grad Verbündete, macht zum Beispiel internationale Konferenzen zu dem Thema, wo sie dieses Konzept anderen aufdrängen wollen. Also alle sollten diesem Cybersouveränitätsdenken folgen. Das hat dazu geführt, dass es jetzt quasi eine Informationskontrolle 2.0 gibt, seit es diese Cyber Administration of China, diese CAC gibt. Und ein schwedischer Wissenschaftler, Politikwissenschaftler, hat das Regime, das aus diesem Amalgam von Maßnahmen und so weiter entstanden, als Controlocracy bezeichnet, wo es um Kontrolle des Einzelnen und vor allem aber auch um Selbstkontrolle geht. Weil alle diese gesetzlichen Bestimmungen und so weiter führen dazu, dass die Menschen Selbstzensur betreiben, das heißt eine Form von Selbstkontrolle ausüben. Und das ist eine Entwicklung, die wirklich massive Auswirkungen auf die Atmosphäre in China auch hat.
Also ich kenne etliche Leute, die massiv unter dieser Selbstkontrolle inzwischen leiden, die ins Exil gehen, die nicht mehr, die ihre Talkshows absagen müssen und so weiter. Nicht, weil sie jetzt gezwungen wären, das abzusagen, sondern weil sie wissen, wenn sie weitermachen, kommt der Punkt, wo sie dann nicht mehr weitermachen können und den wollen sie lieber selber bestimmen. In diesem Kontext ist ganz wichtig eben sind diese Regulierungen, die Online-Journalisten betreffen, ganz wichtig. Und einer der prominentesten Internetforscher hat jetzt einen Begriff, der im chinesischen Kontext eben seit ein paar Jahren ganz wichtig ist, dieses Yujing. Der übersetzt den schon überhaupt nicht mehr, weil er sagt, diese Kontrolle der öffentlichen Meinung ist ein so spezifisch chinesisches Ding, dass es in der Form in keinem anderen Land der Welt gibt. Es geht darum, eine Meinung im Netz zu fabrizieren mit allen möglichen Mitteln. Also es geht um ein Micro-Social Management. Das ist der Ausdruck, das er in diesem Kontext verwendet. Und da kommt ein anderes Projekt ins Spiel, das jetzt nicht direkt mit dem Internet primär zu tun hat, aber damit verbunden ist. Das ist das sogenannte Social Credit System, das die Regierung aufbauen will, wo jeder Bürger der Volksrepublik China eine Social Credit ID bekommt. Und dort irgendwie abfragbar ist, was, also das geht von finanziellen Daten über Nutzung von Social Media bis hin zu, wer sind deine Freunde auf sozialen Medien, welche Bücher kaufst du, wohin reist du und so weiter. Und das soll bis zum Jahr 2020 stehen. Also das ist eine Ebene, die sich über sämtliche Lebensbereiche der Menschen spannt, inklusive eben ihrer Präsenz in sozialen Medien. Und das wird von Westlern natürlich als Orwellsches Szenario eingeschätzt. Die Regierung richtet auch ihre gesamte Propagandaarbeit neu aus und adaptiert sich an den Usus der digitalen Medien und an die Vorlieben neuer Usergruppen. Da gibt es also die absurdesten Videos und Cartoons und so weiter. Ich zeige dann gleich eines. Das ist eben solche Dinge werden en masse jetzt fabriziert von Werbefirmen, die Regierung als Popstars sozusagen darstellt, also wirklich absurde Sachen. Dem Ganzen gegenüber steht trotz allem eine Widerständigkeit der Chinesen. Es gibt Phänomene, die zeigen, wie kreativ die Internet-User mit dieser Situation umgehen und eine Besonderheit ist wiederum in der chinesischen Sprache begründet, weil es eben so viele Homonyme gibt. Das heißt, es werden neue Begriffe, zum Teil auch neue Zeichen erfunden, um die Zensur zu umgehen, beziehungsweise ihr zumindest ein bisschen voraus zu sein, bis sie einen wieder einholt und dann findet man wieder was Neues oder eine neue Wendung und so weiter. Also es ist so ein Katz-und-Maus-Spiel zwischen Internet-Usern und Zensoren, beziehungsweise ist gewesen, weil auch diese Entwicklung in den letzten Jahren nicht mehr so wichtig ist. Aber es hatte so eine ganz, ganz eine wichtige Phase im Prägen des Ausdrucks online bewirkt. Das berühmteste und in diesem Zusammenhang berühmteste ist Zhaoni Ma. Das ist also je nachdem wie man schreibt, mit welchen Zeichen, ist es ein super Schimpfwort oder es heißt der Grass Mud Horse. Und wenn ich das da jetzt schaffe, zeige ich euch ein. Das ist nicht.
Wie komme ich da jetzt? Nicht auf den Schirm. Okay, wurscht. Ich komme nicht auf den. Ja, ja. Ich genau, ja. Einen Moment, ich muss kurz ein Bild. Ich komme mit. Das ist ein Song, der aufgetaucht ist im Netz und anonym, kein Mensch weiß, woher der auf einmal aufgetaucht ist, aber er hat eine Bewegung ausgelöst, die, so jetzt komme ich da überhaupt nicht mehr zurück, die eine kulturelle Bewegung bewirkt hat und eben auch zu so einer ganzen Industrie rundherum geführt hat und zu einem Ausbruch an Kreativität auf der sprachlichen Ebene. Also es sind jede Menge Geschichten rund um diese Alpakas, rund um Gobi, rund um Flusskrebse und so weiter entstanden. Und das hat eben mit der Sprache per se zu tun. Wie komme ich da jetzt wieder weg? Ja, ich komme nicht da. Darf ich kurz? Ja. Start mit aktueller Folie, genau. Okay, also hier sieht man die berühmtesten Begriffe, eben Harmonie wird genauso wie Flusskrabbe ausgesprochen oder Affenschlange wird genauso wie Sprachrohr der Partei ausgesprochen. Und aufgrund dieser linguistischen Phänomene hat sich eben ein Fundus an Kreativität aufgetan, den auch Ai Weiwei ganz massiv bedient hat. Und damit sind wir bei Ai Weiwei und Social Media. Ai Weiwei ist 57 geboren und Ende der 70er Jahre hat es in Peking, wo er damals noch gelebt hat, ein Phänomen gegeben, die Demokratiewand im Zentrum von Peking hat Stellen gegeben, wo an Wänden unorthodoxe Meinungen in Form von geschriebenen Texten aufgetaucht worden sind. Und er war damals in diesem Umfeld aktiv, ist mit dieser Art von sozialem Medium in Berührung gekommen. Und das scheint ihn relativ nachhaltig auch beeinflusst zu haben. Er hat dann angefangen, Anfang der 2000er Jahre mit Foto und Video sein Leben, seine Kreativität, sein künstlerisches Schaffen zu dokumentieren. Also es war schon sehr früh bei ihm ein Element dieser Selbstdokumentation. Und 2005 ist dann das Jahr gekommen, wo er sich auch auf soziale Medien breit gemacht hat, beziehungsweise er ist eingeladen worden von Sina Weibo, von dieser Twitter-ähnlichen Plattform,
beziehungsweise auf der Blog-Plattform zuerst, nicht auf der Twitter-ähnlichen, sondern auf der Blog-Plattform als relativ bekannte öffentliche Persönlichkeit dort seine Gedanken zu äußern. Und war dem Ganzen gegenüber zuerst etwas skeptisch, aber hat dann für sich entdeckt, was das für eine unglaubliche Chance ist, seine Gedanken einem größeren Publikum zu präsentieren. Und dieses Publikum ist ein rein chinesisches. Ai Weiwei hat immer nur, bis er halt ausgereist ist, voriges Jahr, für China geschrieben. Er hat die auf Chinesisch geschrieben, er hat in einer Sprache geschrieben, die sehr speziell war, verklausuliert, eben aus den vorher genannten Gründen, sehr inspiriert vom klassischen Chinesisch, das nicht unbedingt für jeden Chinesen verständlich ist. Er hat Maoismen in seiner Sprache verwendet, also das ist ein interessanter Aspekt, wie er mit diesen verschiedenen Ebenen umgegangen ist. Dann im Jahr 2008 hat er sein erstes großes Projekt begonnen, das ohne Social Media nicht durchführbar gewesen wäre, und zwar im Gefolge, im Zuge des, in den Nachwehen des großen Erdbebens in Sichuan im Sommer 2008 hat er das Citizen Investigation Project begonnen. Da ist es ihm darum gegangen zu dokumentieren, was vor Ort passiert ist, wie die Zerstörungen, welche Gebäude besonders zerstört waren, nämlich vor allem Schulen, die schleißig gebaut waren. Und er hat in einem anderen Projekt auch die Namen der Kinder dokumentiert, die in diesen eingestürzten Schulen ums Leben gekommen sind. Dann 2009 bereits ist sein Blog geschlossen worden, eben weil er zu outspoken war, was das Unglück in Sichuan, das Erdbeben in Sichuan betroffen hat. Und einen weiteren Höhepunkt hat dann seine Social Media Präsenz im Jahr 2010 gefunden, als sein eben erst fertiggestelltes Shanghaier Studio abgerissen werden sollte. Also er hat da quasi über Nacht erfahren, dass das Studio, das noch nicht einmal wirklich fertig war, abgerissen werden soll, obwohl er das auf Einladung der Shanghaier Stadtregierung angeblich gebaut hat. Und um sich dagegen zu wehren oder dagegen zu protestieren, hat er eine Flusskrebsparty ausgerufen. Und eben genau die Flusskrebse, die für Harmonie stehen. Also so wie wir es bei den Zeichen gezeigt haben, Harmonie und Flusskrebs wird gleich ausgesprochen. Und Flusskrebs ist einfach ein Euphemismus für Zensurmaßnahmen. Er selber hat nicht teilnehmen können, weil er kurzfristig unter Hausarrest gestellt worden ist. Also er hat in Peking bleiben müssen, hat nicht nach Shanghai fliegen können. Und ich kann mich erinnern, dass ich auf Social Media das mitgekriegt habe, dass diese Party steigt, und dann ist in einem gewissen Kreis von Leuten sind die großen Diskussionen losgegangen, kommt er nicht, darf er nicht, und es ist dann die Party ohne ihn gestiegen. 2011 ist er dann verhaftet worden, und nach seiner Freilassung hat er ja eine Steuerschuld begleichen müssen und hat dafür Spenden von unzähligen Usern bekommen, und aufgrund dieser Öffentlichmachung seiner Steuerschuld, der Beschuldigungen der Gerichte ihm gegenüber und des User-Engagements ist dann auch sein Weibo, sein Twitter-ähnliches Account geschlossen worden, und das war das Ende seiner Präsenz in China. Er war einer der Prominenten,
Stimmen im Internet, aber bei weitem eben auch nicht der einzige. Es hat einen, im Kulturbereich hat es einen anderen jungen Blogger gegeben, Han Han, der auch ganz, ganz outspoken war, der inzwischen verstummt ist. Der zwar nicht zensuriert worden ist in dem Sinn, aber der einfach nicht mehr schreibt und sich auf ganz andere Dinge verlegt hat. Für Ai Weiwei waren die sozialen Medien einerseits ein Medium wie jedes andere für seinen künstlerischen Ausdruck. Also er ist ein extrem vielfältiger Künstler, was jetzt die Medien, der er sich bedient, betrifft. Aber es war für ihn auch eine Glücksverheißung sozusagen. Also er hat, ich habe das in Katalogen und Büchern über ihn gefunden, das Netz der Liebe kann nicht aufgehalten werden. Oder es gibt nichts Wirkmächtigeres als Demokratie und Freiheit und das Internet beschützt sie. Was ist Redefreiheit? Twitter ist das. Also das zeigt, welche Euphorie die Menschen am Anfang dieser Entwicklung mit dem Internet und speziell den sozialen Medien verbunden haben. Das sind noch ein paar Details zu diesem Citizen Investigation Project, wo eben die Veröffentlichung der Namen der Verunglückten Kinder quasi die seine Internetpräsenz gekostet hat. Und am 28. Mai 2009 ist sein Blog, wo er das dokumentiert hat, geschlossen. Aber man muss sich auch fragen, warum jetzt die chinesischen Behörden ihn zensuriert haben. Das war ja nicht nur aus den einzelnen Anlässen, sondern das steht in einem größeren Kontext. Ai Weiwei wurde als eine Bedrohung der harmonischen Gesellschaft empfunden. Und das war die Regierungsdevise sozusagen vom Präsidenten vor Xi Jinping, von Hu Jintao. Und Ai Weiwei war immer eine Stimme, die diese Harmonie ein bisschen in Frage gestellt hat oder die geschaut hat, wie es denn zu dieser Harmonie kommt. Und das hat dann zu der Angst geführt, dass durch solche Akteure in den Medien die soziale Stabilität gefährdet wird, dass es zu sozialen Zwischenfällen kommt und ganz speziell in seinem Fall jetzt, dass er sowas wie ein Auslöser eines chinesischen Frühlings sein könnte. Also immer dann, wenn die Regierung das Gefühl hat, dass diese digitale Sphäre zu eng mit dem realen Leben verbunden ist, dann wird es kritisch und dann werden Maßnahmen getroffen. Das ist, weil das als Bedrohung der Partei empfunden wird. Dieses Jahr hat es einen Immobilienmogul betroffen, der aber fast als Intellektueller auch gegolten hat oder gehört worden ist, Tang Shi. Das war derjenige, der zum ersten Mal die Luftgütemessungen der amerikanischen Botschaft auf seinem Sina Weibo Account veröffentlicht hat und damit indirekt dafür verantwortlich ist, dass die Regierung die Luftgütemessung selber in die Hand genommen hat, dafür und die ganze Diskussion um Luftqualität, Umweltqualität wirklich in Gang gekommen ist. Der ist inzwischen auch, dessen Account ist auch geschlossen worden und mit ihm, also so wie ich schon gesagt habe, die meisten anderen, die nicht einmal jetzt Dissidenten sind, sondern die einfach eine kritische Meinung haben. Wenn man sich das jetzt alles anschaut, dann muss man sagen, dass die Bedeutung von Ai Weiwei darin liegt, dass er als sozialer Kommentator agiert hat und sich für Menschenrechte stark gemacht hat. Er war quasi so eine Ein-Mann-Wikileaks-Plattform auf Chinesisch, weil er einfach Missstände angeprangert hat und auch Dinge veröffentlicht hat, die eben nicht für Veröffentlichung bestimmt waren. Er hat das Internet als Kommunikationstool ausgereizt.
und hat eben diese, vor allem dieses Veröffentlichen des Vorgehens des Staates. Das war wahrscheinlich der Punkt, der am ehesten ihm das Genack gebrochen hat. Und als Gegenstrategie hat er sehr ausführliche Selbstüberwachung betrieben und die auch ausführlich im Netz dokumentiert. Also auf seinem Twitter-Account hat man voriges Jahr zum Beispiel gesehen, wie er jeden Tag neue Blumen in einen Radlkorb gelegt hat und Livestreams aus seinem Studio hat er veröffentlicht. Also er hat das bis zum Exzess betrieben, sodass es für ihn fast schon unerträglich war, aber um etwas entgegenzuhalten, hat er diese exzessive Selbstveröffentlichung betrieben. Und schließen möchte ich mit einer Bemerkung, die der schon eben zitierte Internetforscher gemacht hat, die für mich das extrem gut zusammenfasst, die Geschichte der sozialen Medien in China bis jetzt. Am Anfang war die Hoffnung da, dass soziale Medien und das Internet China verändern. Jetzt ist es so, dass China das Internet verändert. Danke.